Hallihallo und willkommen zu meinem Lost Island Cave Video. Meine erste Cave ist direkt auf dieser kleinen Insel hier. Die Insel ist ungefähr bei 1815. Ihr seht, die ist ganz alleine im Meer. Und da seht ihr gleich vorne so ein Rettungsboot oder so ein gestrandetes Boot, was auch immer. Auf jeden Fall ist dann hier hinter diesen Steinen eine Cave versteckt. Ist ganz klein und unauffällig. Und schaut euch mal an. Kennt ihr den Ball? Kommt er euch bekannt vor? Und wenn ja, wenn ihr wisst, wo der her ist, dann schreibt es mal in die Kommentare. Interessiert mich, ob ihr diesen, ich verrate euch mal einen Tipp, alten Film noch kennt. Die nächste Cave, die ich euch zeigen möchte, ist einfach gigantisch. Ihr findet sie bei 34.7 und 15.3, ist einer der Eingänge. Die hat aber mehrere. Ich habe den Zugang gewählt, der vom Wasser aus am Strand zu erreichen ist, weil das eigentlich am einfachsten ist. Und in dieser Cave gibt es einen Crouch-Spot. Der ist aber sehr schwierig zu finden, weil die Cave extrem verwinkelt ist. Also ihr müsst im Endeffekt euch am Anfang die ganze Zeit... Guck mal, ich bin einfach wieder draußen. Also ich sag ja, die Cave ist ziemlich kompliziert. Das ist doch so geil, oder? So bin ich vorhin, da habe ich gesagt, es ist einfach nur ein Durchgang. Aber... Nochmal, okay. Also ihr dürft nicht einfach nur geradeaus durchlaufen... Sondern ihr müsst, wenn ihr geradeaus einfach nur durchlauft, habt ihr das Gefühl, das wäre nur ein Durchgang. Aber hier gibt es eine Abzweigung. Da, runter. Und hier runter geht es in ein riesiges Höhlensystem. Also ihr habt zwei Eingänge und dann geht es hier runter. Und da ist ziemlich viel PvE. Ja, vom Loch links. Ja, aber der erste Abzweiger war rechts. Ich bin wieder links lang gelaufen, absichtlich. Also was ist es rechts runter zu? Hier. Der auf jeden Fall. Guck hier. Warum vorhin? Nun kam ich dann von da oder von da? Von rechts. Hier oben. Ja, hier oben. Rechts rum, ja. So, und hier sind die Sprünge. Ja. Runter, ja. Richtig. Muss man so hüpfen. Und dann den Fluss entlang. Und dann durch den Fluss, richtig. Und dann ist er eigentlich schon da. Rechts. Zurück, links, hinter dir. Oder? Hier bin ich auch gekommen. Hier. Da, da. Mit den Dingern hier. Ja. Ich glaube schon. Ja. Guck mal, das ist einfach nur... Das ist doch ein super Spot. Das ist ein super Spot. Ich meine, klar, das ist hier übel verwinkelt, aber das ist wirklich, es gibt nur den einen Eingang. Ja. Da ist es ein guter Spot. Und der Eingang befindet sich bei 35,4 und 15,9. Mhm. Hier sind die Sprünge. Bis dahin geht's easy. Und zu dem ersten Base-Spot läuft man hier rechts. Zu dem schmalen. Und bei dem anderen läuft man hier links. Und dann... Ist er hier unten? Ja. Hier ist Baseboard Nummer 2. Koordinaten dafür sind 36,0, 16,0. Hier muss man auch wieder crouchen und dann kommt auch wieder ein langer Gang dahinter. Und hier hinten ist auch das Artefakt. Das ist also wieder eine Artefakt-Cave. Und zwar das Artefakt of the Hunter kann man da finden. Die nächste Cave befindet sich bei 29,9 und 33,9. Ihr seht, sie ist an der Grenze hier von dem grünen Gebiet zum Schneegebiet. Hier ist so ein blauer kleiner Tümpel und dahinter ist der Eingang. Der Eingang der Höhle ist relativ groß. Aber sie hat mehrere Gänge, die schön schmal sind und wo man ganz gut eine Base bauen kann. Einmal, wenn man sich hier ganz rechts hält, geht hier ein Gang ab, der sich dann nochmal in zwei Gänge teilt. Aber diese zwei Gänge sind nur ein Rundgang. Das bedeutet, da gibt es keine weiteren Zugänge. Wenn ihr also hier vorne absichert, könnt ihr den gesamten Teil hier hinten für euch beanspruchen und claimen. Etwas ähnliches gibt es noch auf der anderen Seite der Cave. Ihr seht, hier ist ein ziemlich großer Raum in der Mitte. Aber wenn man gleich direkt nach links abbiegt, ist auch hier ein einzelner Raum mit nur einem Zugang. Unsere nächste Cave befindet sich bei 17.1 und 66.7. Das ist hier direkt ein Spawnpunkt. Das heißt, wenn ihr näher wollt, könnt ihr auch einfach direkt hier spawnen am Strand. Und hier befindet sich ein großer Höhleneingang und darin befinden sich die Magmasaurier. Wenn ihr also ein Magmasaurus-Ei wollt, dann müsst ihr hier vorbeischauen.
Und da seht ihr, sind die Nester zum Beispiel, ist hier ein Ei. Ein weiterer Eingang zu den Magmasauriern findet ihr bei 21.0 und 63.1. Ihr seht, auch das hier ziemlich unten an der Küste. Und hier ist eine Höhle. Müsst ihr ein bisschen aufpassen wegen der Lava. Und ihr seht auch, hier sind Magmasaurier drin. Die ist ein bisschen kleiner als die andere, denke ich. Aber ihr seht, auch hier findet ihr die Nester und die Eier. Und könnt sie euch holen. Und wenn ihr in dieser Magmasaurus-Höhle am linken Rand nach oben fliegt, seht ihr hier so einen kleinen Vorsprung. Und hier befindet sich ein kleiner Spalt, was man durchaus als Red Hole bezeichnen könnte. Also hier kann man auf jeden Fall gut eine PvP-Base hinzimmern, wenn man das möchte. Bei 21.7 und 64.8. Eine weitere Höhle findet ihr bei 26.2 und 70.8. Die Höhle ist riesengroß. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr euch nicht verlauft. Es handelt sich um eine Lava Cave. Und in dieser Lava Cave ist auch ein Artefakt. Ihr seht, hier vorne ist ein gelber Höhlendrop obendrauf auf dieser Brücke. Und ihr seht, wie groß diese Höhle ist. Und hier, ziemlich in der Mitte, bei 24.2 und 68.9, findet ihr dann das Artefakt. Artefakt of the Immune. Und in dieser Artefakt-Cave, wenn ihr von dem Artefakt aus nach links geht, seht ihr hier so einen Gang. Und hier ist links ein Spalt und der ist ziemlich klein. Und am Ende dieses Spaltes findet ihr einen abgeschlossenen, jetzt nicht großen, aber... ein Raum, wo ihr einfach durch die Map fallt. Alter. Also ist diese Höhle ist übel buggy und man fällt einfach durch die Map und kommt dann irgendwo im Mesh raus. Das ist nicht normal. Also es gibt dort ein, zwei Stellen, wo ihr durchs Mesh kommt und plötzlich hinter Mesh oder hinter der Map seid, teilweise auch nicht mehr zurückkommt. Und wenn ihr da nicht im Creator-Modus seid, sterbt ihr entweder durchs Anti-Mesh oder ihr kommt nicht mehr zurück. Also ihr müsst da echt aufpassen, es ist noch nicht so gut konzipiert. Zu Ende geplant ist aber mein Video. Ich hoffe natürlich wie immer, dass es euch gefallen hat und dass für euch ein paar interessante Spots dabei waren. Und wenn ja, dann lasst gerne ein Abo da und liked das Video. Und ansonsten alles Gute für euch.